herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Episch. Welcome back. ich bin wieder da. Oder wir, ich, Karl, sind wieder da. Und in der heutigen Folge, oder in der letzten Folge, haben wir hier Open Computers fertig gemacht. Das heißt, es gibt danach direkt mal wieder eine Frage- bzw. Themenrunde, die wir heute haben. Das heißt, immer nach, wenn wir ein Bauprojekt fertig haben, wird dann ein Thema folgen, was wir, naja, wie kann man sagen, bereden. Ach nee, ist doch da. Ich dachte, hier wäre gerade kein Zuckerrohr. Da dachte ich, da haben wir was übersehen. Aber doch nicht. Okay. Auf jeden Fall, mein Thema für heute ist Skyrim. Skyrim ist ein Spiel an sich, was ich schon gespielt habe. Aber auf dem PC, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich werde es auch wahrscheinlich jetzt momentan nicht durchspielen. Ich hatte vor 2 Jahren das letzte Mal das Spiel gespielt. Und da habe ich das zum letzten Mal gespielt und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, kann man so sagen. Ja, aber ich denke mal, das liegt daran, weil es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich habe sogar geguckt, wie viele Spielstunden ich drin habe über Steam, laut Steam. Da waren es 47 Stunden. Das ist jetzt nicht so viel. Aber ja, ich habe halt paar Quests und so was gemacht. Solche kleinen Quests ausgedrückt. So kann man das sagen. Aber so kannst du das halt sagen. Das ist genauso wie jetzt Minecraft Epic. Da habe ich jetzt laut den Statistiken 2,31 Tage. Ich kann ja mal googeln, was das bedeutet. Warte mal. Wie viele Stunden sind 2,31 Tage. Ich weiß es nicht. Ach so, okay, die Zeit musst du mit 24 multiplizieren. Dann sind es 55,44 Stunden, die wir Minecraft Episch sind in Minecraft Episch reingeflossen. ich glaube, das ist ein bisschen viel. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Also grünen Bereich. Es hat mir bis dahin sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen spiele ich das auch. Mir macht es heutzutage immer noch Spaß, ne? Zum Beispiel wie in zum Beispiel bei SpongeBob, da hatte ich, ich weiß gar nicht, 24 Stunden, Spielstunden, irgendwie sowas. In 31 Folgen, das ist auch eigentlich, ne, viel. Da so eigentlich den ganzen Tag insgesamt SpongeBob durchgespielt. Also es heißt, man kann so in einem Tag SpongeBob durchspielen. Aber
Naja, vielleicht auch noch ein bisschen kürzer. Ich habe jetzt alle Quests gemacht und so. Und deswegen, ja. Aber momentan spiele ich Skyrim nicht mehr. Oder bei The Witcher 2 hatte ich auch schon ein paar Spielstunden. Ich werde auch nachher noch sagen, was mein meiste, also wo ich die meisten Spielstunden habe, hatte. Auf jeden Fall in The Witcher 2, da hatte ich auch schon jede Menge Spielstunden. Ich glaube, das waren 200 irgendwas Spielstunden, weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich auch vor 2 Jahren oder 3 Jahren mal gespielt. Ich habe das früher sehr, sehr gerne gespielt. Und deswegen wollte ich jetzt einfach auch mal The Witcher wieder anfangen. Ich habe da auch schon mal ein bisschen gespielt. Aber, also ich habe das komplette Spiel so gespielt, bloß Blood and Wine halt noch nicht. Oder momentan in The Witcher habe ich auch irgendwas mit 300 Stunden, 400 Stunden, 500 Stunden, irgendwie sowas. Ich bin mir auch nicht ganz so sicher. Und jetzt in mein meistes Spiel, was ich bisher gespielt habe. Das war Call of Duty Modern Warfare 2. Da hatte ich glaube 1400 Spielstunden. Irgendwie sowas um den Dreh. Ja, ist auch sehr, sehr viel, muss ich sagen. Aber ja, ihr wisst halt schon. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was euer meistgespieltes Spiel ist. In Fortnite hatte ich auch noch jede Menge. In Fortnite hatte ich irgendwas mit 100. Aber Modern Warfare 2, das hat mich immer gekickt. Aber in Fall Guys, da bin ich momentan auch auf einem guten Weg, dass ich dort auch jede Menge Spielstunden habe. Aber da habe ich momentan irgendwas mit, ich glaube irgendwas mit 30 schon. Aber naja, ne? Schreibt es mir erstmal gerne mal in die Kommentare. Also aber bei Skyrim, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann hat es mich da halt nicht mehr gekickt. Ich weiß nicht wieso. Aber ich denke mal, das nächste Spiel, was mich wieder so richtig zum Kicken bringt, also momentan ist es definitiv Fall Guys mit. Und The Witcher denke ich dann auch wieder. Minecraft Epic, ja gut, das sind jetzt 55 Stunden, die da mal reingeflossen sind. Ist auch jede Menge. Aber, ne? Muss man halt. Ja. Genau. Aber ich weiß nicht. Ich werde auch von Folgers noch jede Menge Videos machen. Ich habe da jetzt erstmal zwei vorproduziert. Die eine Folge, die sollte sogar schon angekommen sein, wo ich das jetzt aufnehme. Aber naja. TTT hat auch ein paar hundert Stunden, die da bisher reingeflossen sind. Also es gibt GTA, da hatte ich jetzt nicht so viele, weil es mich, also irgendwann, ich fand irgendwie, das war immer dasselbe. Klar, du konntest halt mit den, ne, mit denen alles drum und dran. Also mit denen jetzt, also mit der Story so, allgemein, das denke ich, hätte mich gekickt, aber da lieber warte ich jetzt noch auf GTA 6, was ja auch, glaube ich, in 2 Jahren irgendwann rauskommen soll. Und dann, aber sonst der Online-Modus mit anderen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die paar Leute, die das noch spielen, gibt ja noch jede Menge. Keine Frage, ist eigentlich ein geiles Game. Aber für mich ist es kein Spiel mehr. Aber ich denke, ich werde dann GTA 6 dazu dann in 2 Jahren ein Let's Play machen. Wo ich dann das spiele. Aber ich hoffe, die Story wird dann. Ne? Boah, ich fühle mich nicht. Ich glaube, das Blutmond, ja. Habe ich das auf. Ja, ich habe es auch friedlich. Okay. Aber ja. Gut, war heute ein langes Thema irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie
wie lange wir jetzt hier schon dran sitzen. Aber ich habe schon. FIFA 20 hatte ich auch jede Menge. Habe ich auch schon. Ich habe so viele Spiele, wo ich schon vergessen habe, wie viele Spielstunden ich habe. Minecraft habe ich auch jede Menge. Minecraft hatte ich, glaube, irgendwas mit. Ja, knapp 500. Ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Ja. FIFA 20 hatte ich jetzt auch irgendwas mit 200 Spielstunden. Ich denke mal, das wird sich dann bei FIFA 21 ein bisschen ändern. Da denke ich, habe ich nicht mehr so viele, weil ich mich sehr auf dann andere Spiele auch konzentriere. Ich war ja früher so ein Einzelspieler, also Einzelspieler, der oft nur mal so ein Spiel hatte, wie zum Beispiel, jetzt als Beispiel FIFA, was mich momentan so gekickt hat. Und das habe ich dann nur gespielt, als einziges Spiel. Vielleicht mal ein bisschen Abwechslung, wenn meine Freunde dazu kamen. Aber mit Fortnite oder so, weiß nicht. Aber ja. In Green Hell habe ich auch um die 30 Spielstunden, glaube. Aber naja. Ist jetzt auch nicht, was mich so gekickt hat. Es sind ein paar Spiele, die mich so kicken. Und die werde ich dann natürlich auch sehr, sehr hart suchten. Ich kenne zum Beispiel auch Slay the Spire. Das habe ich auch schon mal ein bisschen gespielt, aber davon bin ich jetzt nicht so der Fan. Da ist so wie zum Beispiel von Pete's Meat zum Beispiel. Vielleicht kennt ihn ja einer wahrscheinlich, Sepp von den Pete's. Der hat zum Beispiel Slay the Spire auch von, ich glaube, hunderte, tausende von Spielstunden. Genauso wie jetzt Monster Train, da hat er bestimmt auch schon jede Menge Spielstunden, weil er kickt ihn halt sowas. Und mich kriegt halt was anderes, ne? So kann man das ausdrücken. Aber, ja, ne? Okay, dann habe ich jetzt viel gesagt. Jetzt gucken wir ja wirklich nochmal nach Statistiken. 2,32. Können wir jetzt nochmal Geschenke aufmachen. Und dann, ja. Ist da rausgekommen, da ist ein Redstone rausgekommen. Wow. Okay, da wäre ein Zombie rausgekommen. Und da ist nochmal eine Explosion rausgekommen. Okay. Ja, aber mehr gibt es zum Thema nichts zu sagen. Skyrim hat ja jetzt auch Gronkh am Laufen. Der hat jetzt, warte, ich kann mal gucken. So, mag ich eben googeln. Gronkh hat hier momentan von Skyrim laut jetzt 237 Folgen. Ich weiß nicht, wie viele dann später hat, wenn das Video ankommt. Da hat er wahrscheinlich irgendwas mit 250 oder so. Auf jeden Fall, momentan hat er 237. Können das mal rechnen, ich ungefähr 30 Minuten Folgen. 237 mal 200, wartet, ich gebe ein, 237 mal 30, das sind auch jede Menge, das sind 7110 Minuten von Folgen her, ja, ist schon ein ganzes Stück. ja. Aber. Na gut. Wahrscheinlich hat er davon in Skyrim schon Tausende. Dann von Spielstunden. Naja. Okay, dann würde ich jetzt allerdings sagen, das war's dann mit dem Video. Wir haben wieder sehr, sehr viel geredet und geplappert und so weiter und so fort. Ich spiele sehr viele Spiele. So kann man sagen. Ja. Aber. Na gut. Jetzt würde ich erstmal sagen, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, Abo und so weiter und so fort. Und dann, ja. Würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich bitte schön und sage ciao, tschüss und auf Wiedersehen.
Ciao.